So, hallo, ich begrüße euch zu einem neuen SMW Hack Let's Play. Und zwar schauen wir uns Super Compact World an. In der Beschreibung zu dem Hack auf SMW Central steht Folgendes. Ich habe es zugemacht. Ne, da ist es. dass der Hack relativ schwer ist, so die Grenze zwischen Kaizo und schwer, aber es ist noch bei Very Hard gelandet. Also wir gucken einfach mal, was passiert. Und ja, er ist von Atomic Citrus, heißt er, schreibt er wie Zitrone? Ja, Atomic Citrus. Okay. Oder wie? Ist es Zitrone, Ja, müsste er. Ist ja egal. Wir spielen jedenfalls Compact World. Super Compact World. Irgendwie schaffe ich es, meine anderen Save-Files mit dem Patch immer zu übernehmen. Das verstehe ich gar nicht. Wie ich das immer hinkriege. Aber egal, weg damit. Nur, dass wir hier keinen Quatsch machen beim Laden. Okay. Let's go. Wenn er zu krass wird, dann werde ich einfach hier, ne? Mit Safe States um mich werfen. Kriegen wir hin. Upon eons of time passage, universal acceleration has come to a halt. All matter is becoming gravitationally bound, dooming us. Soll wohl irgendwie so sein, dass sich alles zusammenzieht und... Keine Ahnung. Yoshi's Place. 99 Leben. Na hurra. Have you ever heard of the Big Crunch Theory? I never would have thought this would be the fate of our world. Stop it at the core. Ja, und er hat in der Beschreibung von dem Hack hat er erklärt, was diese Big Crunch Theorie ist. Das ist, wie gesagt, dass ich irgendwie alles... Ich hab's so ein bisschen überflogen. Nicht jetzt so, dass ich das jetzt groß weitererzählen könnte. Ich kann es aber auch kurz auf Englisch einfach vorlesen. Aber, ja. Ich lese es einfach vor. Ist egal. Vielleicht versteht ihr es, vielleicht versteht ihr es auch nicht. The entirety of the universe has been condensed down into a tiny, tiny, tiny fraction of what it once was. Also das Universum ist irgendwie immer kleiner geworden. Es zieht sich so zusammen, ne? And if left untreated, all of the spatial volume remaining will be collapsed into an indefinite singularity, eradicating all that there ever was in this history. So wie ich es verstehe, zieht es sich also immer mehr zusammen, bis es sozusagen pop, verschwindet. Mario must traverse through a world that is now very tightly packed, the walls and ceilings almost always visible. With every passing second, this threat becomes more and more pronounced. Das wird also mit jeder Sekunde sozusagen schlimmer. Time is short, Mario. You must stop this contraction at the core of what remains. Und wir müssen das irgendwie aufhalten. Ja, das dazu. Wir werden sehen, ob wir es aufhalten können. Er hat auch geschrieben, dass mit jedem Level steigt die Schwierigkeit enorm an. Also es wird vielleicht noch leicht losgehen. Wir werden sehen. Ich habe ein bisschen Angst, was ich mir hier antue. Notfalls muss ich mich safe staten, muss ich mich durchstaten. Wir werden sehen. Wenn es jetzt schon schwer losgeht und das heißt, es wird mit jedem Level schwerer, dann bin ich sowieso... Oh, seht ihr die Lags? Oha. Laggt es jetzt weniger? Okay. Gut, auf jeden Fall Custom Music ist schon mal gut. Ich wollte eigentlich die Shell mitnehmen, so als Schutz, aber... Okay, ich kriege einfach zwei Yoshi-Coins. Ich werde aber, glaube ich, Yoshi-Coins nicht sammeln. Ich glaube, es wird schwer genug sein, dieses Level zu schaffen. Als Yoshi-Coins zu sammeln. So, das hier scheint aber noch relativ... Hätte ich das Springboard vom Anfang jetzt gebraucht? Oh. Das habe ich gar nicht realisiert, dass da zwei sind. Ups. Das habe ich gar nicht realisiert, dass da zwei sind. Ist das Mega Man Musik? Nee, ich dachte kurz, es ist doch nicht. Es ist ein anderes Lied. Ich dachte kurz, es ist eine Mega Man, aber nee. Ich kenn's nicht. Sollten wir vielleicht anders machen.
Es hat so eine Richtung Mega Man, aber es ist nicht die Mega Man Musik. Keine Ahnung. Offensichtlich habe ich einen Secret Exit, weil wir den Schlüssel bekommen. Die Frage, wo die Schlüssel. Okay. Okay, da kann ich nicht. Da kann ich rein. Direkt Schlüssel. Ja, nice. Wir haben ein Level geschafft. Yay. Und da ist ein Switch, den drücken wir doch gleich mal. Der ist sicherlich hilfreich. Oh, den müssen wir auch erstmal spielen. Hahaha. Wow. Hä? Töten mich die Blöcke da? Ach so, ich dachte, ich kann auf die Blöcke drauf. Das sind praktisch Mancha oder sowas. Ach so. Oh boy. Oh boy, okay. Uff. Okay. Aber wir werden sehen, wie weit wir ohne States kommen. Ich werde nicht so schnell anfangen, States zu setzen. Aber ich habe mich mental schon darauf vorbereitet. Sagen wir es so. Einfach mal hier durch. Ich hoffe, ich brauche den Pilz nicht noch irgendwie ganz dringend. Uiuiuiuiuiuiui. Okay. Das sollte auch machbar sein. Ah, noch so einer. Okay, haben wir es? Haben wir es? Haben wir es? Oder kommt nur die Hälfte? Ah, wir haben's. Oh, yes. Oh, yes. Yes! Wir schaffen mal den Sprung. Yay. Okay. Plop, 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 plop. So, jetzt nochmal das Level mit gelbem Switch gedrückt. Und ohne Secret Exit zu holen. So. Jetzt bin ich ein bisschen ungeduldig, aber egal. Na, weil wir haben das alles schon gesehen. Jetzt bin ich da möglichst schnell durch. Oh, das war blöd. Oh nein, jetzt komme ich da nicht mehr ran. Ah, die Feder hätte ich schon gerne gehabt. Ah, verdammt. Ach! Oh, wenn ich jetzt nicht nachgedacht hätte kurzzeitig, Mensch. Dann wäre ich jetzt weitergegangen ohne Feder. Zum Glück habe ich nachgedacht. So, das kann jetzt weg. Ich glaube nicht, dass der Schlüssel mir irgendwo irgendwas nützt. Dann kann ich mich nur schlechter drehen, deswegen nehme ich ihn gleich raus hier. So. Da ist die letzte Coin. Dann haben wir die auch mal zusammen. War allerdings jetzt. In dem Fall war es jetzt relativ blöd, die zusammen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man die am Ende braucht. Okay. Ah, neuer Pilz, aber direkt vom Ziel. Passt. Nehmen wir mit. Leben brauchen wir auch aktuell noch nicht. Haben noch 99. Okay, soweit so schön. Hello's Autumn. Muss mal kurz gucken, ob OBS noch aufnimmt. Ich habe nämlich OBS geschlossen, dadurch hat es dann nicht geschlossen, nur zugemacht und dadurch hat es dann nämlich weniger geleckt im Spiel. Aber wir nehmen noch auf. Alles gut. Ton nimmt auch auf. Ja, okay. Gut. Dann verlasse ich mich jetzt drauf, dass OBS im Hintergrund einfach weiterläuft. Oh. Ach so. Es ist egal, ob ich einen Pilz vorher bekomme oder nicht. Wir starten immer klein. Darauf habe ich nicht geachtet. Weil ich brauche. Auch eine Shell. Ja, das war jetzt nicht so gut. Oh, da kommt noch eine. Aber das war jetzt auch nicht so gut. Okay, kann ich auf den so drauf springen, dass es mir auf der Wolke landet? Ah, jetzt. So, da kommt anscheinend immer wieder. Das sieht super komisch aus. Schon klar, dass das die Wasserwand, die Trennwand sein soll, aber das sieht super komisch aus. Und ich weiß noch nicht genau, wie ich da rein soll. Okay. Das war nicht so cool. Okay. Jetzt wird es schon schwieriger. So schnell geht's. So. Gib mir das.
Okay, ich muss da wahrscheinlich so ein bisschen mit Schwung. Oh. Uff. Aber ich muss ja auch bei den. Wait, ich nehme die Shell. Ich bin ja dumm. Ich nehme die Shell natürlich mit. Ich nehme da natürlich eine Shell mit. Mache ich den Teil hier, ohne mich ständig zu ärgern. Na, jetzt hat der den runtergeschoben. Aber das ist egal, wir kriegen den noch. Aber ich krieg. Ja, aber ich krieg die Shell jetzt nicht mehr. Wie weit gehen die Fische? Ach so. Ja, dann geht das ja klar. Ich dachte, die gehen komplett durch. Tun sie nicht. Alles klar. Wie weit gehen die? Die gehen auch nicht. Oh! Okay, es ist mit der Grenze ein bisschen schwierig zu entscheiden, wann das Wasser aufhört. Jo, was ist denn los? Hilfe. Mach mal nicht hier rum, Leggy, Leggy. Passt soweit alles. So, dann ist das jetzt nicht das Problem. Dann muss ich da nur... Ah, wahrscheinlich mit Schwung hier erstmal raus. Ah, und okay, der geht, der springt zu hoch. Okay. Aber wir kommen noch... Noch kommen wir Stück für Stück voran. Noch ist das okay. Aber wir sind erst im zweiten Level. In einem Hack, in dem die Level immer wieder schwerer werden sollen. Mit jedem Level. Oh, shit. Jetzt kommt nichts mehr, ne? Ja. Cooler Start. Wieso fällt der, wieso läuft der eigentlich runter? Der ist doch rot. Womit habe ich so einen Buff verdient, der nicht kooperiert? Jetzt muss ich da jetzt hoch. Ah, okay. Ach, du Grünen. Okay, okay, okay. Aber es ist, wir haben genug Fläche zum Ausweichen. Und er wirft jetzt nicht so oft. So, mach dich einfach mal weg. So. Okay, einfach hochrennen. Und rüber. So weit, so gut. Da kann ich auch einfach rein. Da gibt es jetzt einen Pilz oder sowas. Jawohl. Hier kann ich gucken, was kommt. Eine Pflanze. Okay. Kann ich eigentlich scrollen? Ja. Das ist gut, dann kann ich die schon mal reinladen. Aber gut, dass wir die gelben Blöcke haben. Oh mein Gott. Okay, ich werde mich jetzt mit den Yoshi-Coins nicht weiter umschlagen hier. Bin ich ganz ehrlich. Mir geht es hier um das Level schaffen. Ich werde die Yoshi-Coins nicht sammeln. Oh Gott, was... Ja. Der Pilz ist weg. Oh mein Gott, ich kriege ihn noch. So, jetzt kann ich hier theoretisch... Interessieren mich die Blöcke nicht mehr. Okay. Komm ich mit einem Sprung darüber? Muss ja, anders geht es ja gar nicht. Geh weg! Oh Gott. Okay, das machen wir lieber geduckt. Alles sollte passen. Jetzt gehen die da oben hin, okay. Dann fallen die da ins Loch und dann ist alles egal. Tschüss, tschüss. Wir nehmen mal die Shell mit. Die kann nur helfen. So. So. So.
Das sieht schon wieder sehr komisch aus, aber ist egal. Es geht hier jetzt nicht nur ums Auto. Oh mein Gott. Ich würde die gerne loswerden. Ah, ich wollte es eigentlich beide loswerden. Aber okay. Okay, zack, zack, zack. Oi. Zweites Level. Oh. Vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Go. Nicht runterfallen. Haben wir das Ziel? Ja, wir sind... Oh, dieser Pilzblock hier zeigt immer das Ziel. Aber wozu kriege ich überhaupt einen Pilz, wenn ich ihn eh nicht behalten kann? So, das ergibt keinen Sinn. Das ergibt einfach gar keinen Sinn. Warum kriege ich am Ende einen Pilz? Na, ich bin ja wieder klein jetzt. Okay, Limestone Labyrinth. Jetzt kriege ich einen Pilz, aber ich komme nicht. Ja, super. Und die Tür. Das. Die Musik ist Bomberman Hero, ne? Ach, das habe ich ja ewig nicht mehr gespielt. Habe ich das mal Let's Played? Habe ich Bomberman Hero jemals Let's Played? Ich glaube ja, oder? Habe ich das? Also ich weiß, dass ich es gespielt habe früher. Ich meine auch, ich habe es irgendwann mal Let's Played, aber es ist schon ewig her. Also wirklich ewig, ewig. Oh, wir haben den Pilz behalten. Nice. Das ist ja wirklich ewig, ewig her. Oh, das ist Bomberman Hero. Oh ja, ich bin mir ziemlich sicher. Ich weiß nicht, doch, ich hab's irgendwann nochmal gespielt, nachdem ich mit YouTube-Kram angefangen habe. Und es muss eigentlich dann Let's Play gewesen sein. Oder habe ich das einfach privat nochmal gespielt? Keine Ahnung, ist egal. Könnt ihr einfach nachgucken, ob es ein Bomberman Hero Let's Play gibt oder nicht. Und lasst mich in Ruhe. Komme ich an den Pilz irgendwie... Oh, nee, der ist mir viel zu... Warte, wie soll ich denn jetzt... Ach du, was? Wie soll ich denn darüber kommen? Das geht doch nur über die Sägen und dann so einen... Okay, ich glaube, ich brauche den Pilz doch. Ja, aber oh, wie soll ich denn... Oh. Alter, das sind Stellen. Eieiei. Das sind Stellen. Das ist ja jenseits von Gut und Böse hier wieder. Ich komme auch gar nicht an die Shells ran. Ich würde sonst versuchen... Alter, lass mich in Ruhe. Ich würde sonst versuchen, die Shells irgendwie mitzunehmen. Ja, aber ich komme nicht ran. Für Shell-Jumps. Ich habe ja keine Chance. Ich komme ja einfach nicht ran. Ah, mein Gott. Oh, Hilfe. Egal. Wir sind jetzt ja noch groß. Wenn wir groß bleiben, kann ich ja anders. Da kann ich ja mit Damage Booster oben durch. Ist ja auch in Ordnung. Muss ich allerdings jetzt hier unbedingt den Pilz behalten. Okay, ich muss den Pilz bis dahin durchziehen. Alles andere. Kompletter Quatsch. Das heißt, ich darf ihn hier an Chuck nicht verlieren. Ja. Nice.
Ich glaube auch, der Block ist nicht da, um den Pilz zu holen, sondern um einfach den Block als Block zu nutzen. Ich weiß es nicht. Uiui. Mein, bis dahin komme ich ja. Das ist ja nicht... Oh mein Gott. Das ist ja nicht das Problem. Aber jetzt? Ich meine, gut, ich kann ja hier stehen. Theoretisch kann ich dann einfach... sowas da versuchen. Ja, aber nicht, wenn der da gerade... Ich kann die... Warte, ich kann die offscreenen. Die eine. Und dann ist da nur noch eine. So. Und jetzt kann ich das viel besser timen. Und dann ist das auch gar kein Problem. Uff. Nein! Okay, aber wir kriegen die Stelle jetzt hin. Ich hab ne Taktik für die Stelle. Das ist voll gut. Die Stelle, von der ich bisher am meisten Respekt hatte in dem Hack, habe ich schon mal eine Taktik für. So. Ah, gucken, wie es weitergeht. Uff. Shish. Nein. Darüber. Das ist gut. So. Ich behalte meine Taktik. Ich screen die eine Säge off. Und dann passt die Geschichte. Nein! Wie habe ich das gerade gemacht? Mist! Ah, oh, wie habe ich das gerade gemacht? Ah, oh, Mist. Wie habe ich das gerade gemacht? Wann bin ich da drauf? Also, wait! Bin ich denn blind? Da ist ein Knubbel! War der da schon die ganze Zeit? Da ist ein lila Knubbel an der Seite von dem Ding. Da kann ich drauf. Hä, war der da schon die ganze Zeit? Hä? Was? Was? Ja! Das war wahrscheinlich ganz... Ich hab den nicht... Ey, zum Glück sehe ich den... Das ist ja dann voll lustig, dass ich überhaupt... mit meiner Sägenstrategie das Ding geschafft habe. Ich dachte, das muss so. Auf den Schreck muss ich jetzt erstmal den Part beenden. Danke fürs Zuschauen und tschüss.